Guten Tag, liebe Freunde. Ich bin als Herr Gode der Altheim. Heute ist für mich ein besonderes Jubiläum. Es ist mein 100. Video. Seit etwas mehr als 2 Jahren mache ich diese Vortragsvideos zu heidnischen Themen und jetzt sind wir bei 100. Video angekommen, was für mich auch ein Grund ist, noch so ein bisschen mal in eigener Sache zu reden. Zunächst möchte ich euch danken. 2290 Abonnenten haben wir. Das ist sehr viel, denn Heidentum ist ja mehr so eine Sparte, was viele gar nicht so interessiert. Und deswegen ist das schon sehr viel für 2 Jahre. Man sagt immer, dieses Heidentum, Altheidentum, das ist so eine Randgruppe. Das sind so ein paar Spinner, die da irgendwas machen, aber es hat eigentlich mit der realen Welt nichts zu tun. Nein, stimmt nicht. Ich kenne zwar die Abonnenten nicht. Oder manche kenne ich, wenn sie mir das mal mitteilen oder wenn einer mal einen Kommentar schreibt, dann kann ich natürlich sehen, wie der heißt, wenn er seinen Realnamen benutzt, was ja die meisten nicht tun. Aber ich habe vor kurzem mal einen getroffen, der hat mich erkannt und hat dann gesagt, er gehört zu meinen Abonnenten. Und das war ein sehr prominenter Mensch, also ich darf den Namen deswegen auch nicht sagen, aber daran sieht man oder es zeigt mir, dass wir eben nicht so eine verrückte Randgruppe sind, so ein paar Schwurbler, sondern durchaus auch ganz einen gewissen Anspruch auch haben, ganz normale Leute, sage ich mal, die also in der Welt auch was geschafft haben, so kann man es vielleicht sagen. Also nicht nur Randgruppen und Aussteiger, sondern also auch ganz normale Leute anzusprechen. Also deswegen wollte ich das mal erwähnen. Diesen Eindruck, dass da so Verrückte sind, das möchte ich doch ein bisschen widersprechen. Ich danke auch für diejenigen, die mir gespendet haben, um das zu machen. Man kann ja zwar bei YouTube ein bisschen Geld verdienen, aber es ist so wenig, dass es nicht einmal die Kosten der Kamera deckte bisher. Wir haben schon 3 inzwischen, weil immer irgendwas kaputt war. Also selbst eine Kamera konnte man damit nicht finanzieren. Also reich wird man damit nicht. Ich mache es ja auch mehr aus Idealismus. Ich möchte gerne, dass auch im Internet so diese Gedanken, die ich so in über 40 Jahren erarbeitet habe, dass das irgendwo auch verbreitet ist. Und wenn ich mal sterbe und neu wiedergeboren werde, vielleicht findet man diese Sachen dann noch. Dann habe ich auch, wir haben ja oft unter den Kommentaren, sind dann auch oft Fragen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich könnte auch mal ein Frage- und Antwort-Video machen. Das heißt, auf Fragen, die ihr stellt, eingehen. Das können Fragen inhaltlicher Art sein, wenn man was zu den Göttern, zur Religion oder so wissen will. Aber ich bin da auch offen für Fragen, die sich mit mir befassen, die sagen, also man sagt über dich das und das, was stimmt denn? Oder solche Sachen, das kann ich auch, würde ich auch machen. Und deswegen könnt ihr eure Fragen stellen und damit die nicht irgendwo im Netz verloren gehen, schreibt sie mir am besten per E-Mail. Ihr könnt es auch anonym machen. Auch anonyme Fragen werde ich beantworten. Es sei denn, da sind da Beleidigungen drin oder so, dann natürlich nicht. Meine E-Mail ist der Name meiner Videos, alzeriagode@gmx.de. Also ganz einfach, so wie ihr bei jedem Video in Klammern liest, alzeriagode und dann @gmx.de. Stellt da eure Fragen und wer es anonym machen will, es gibt anonyme E-Mails, die man im Netz machen kann oder man schreibt eben nicht den Namen und nimmt ein Pseudonym. Also das müsst ihr wissen. Aber man kann auch zu seinen Fragen stehen. Also ich mache keinem einen Vorwurf. Gut, zum heutigen Vortrag. Ich habe mir überlegt, weil oft die Frage kommt, ich bin noch nicht so lange dabei und es ist so kompliziert, was kann ich denn machen und so weiter. Was kann ich machen, um da einzusteigen? Gut, das Altheidentum ist natürlich das Heidentum unserer Ahnen und die haben in den Jahrtausenden eine sehr komplizierte, will ich nicht sagen, aber sehr komplexe Ausarbeitung. Die haben sehr viele Riten und Bräuche und so weiter. Es ist natürlich erstmal ein bisschen
kompliziert und macht einem vielleicht ein bisschen Angst als Neueinsteiger. Das Altheidentum übrigens unterscheiden wir vom Neu- oder Neoheidentum. Das Neuheidentum, das sind so, was es heute gibt, Vereine, die sagen, wir sind Heiden, die aber eigentlich in der Regel nur das machen, was sowieso in der Gesellschaft gemacht wird und dann ein paar heidnische Bezeichnungen verwenden. Also die sind voll auf dem Mainstream der Gesellschaft, aber verbrämen es mit heidnischen Bezeichnungen. Sie haben oft leider wenig Ahnung von dem, was wirklich unsere Vorfahren gemacht haben. Das könnt ihr an einer ganz einfachen Sache sehen. Bei diesen Neoheiden, ich nenne sie jetzt wirklich bewusst Neoheiden, um das Fremde auch ein bisschen darzustellen, da ist sehr üblich ein sogenanntes Hammerritual. Man geht also im Heiligtum, wo man den Kult feiern will, nimmt einen Hammer, hebt den an den vier Himmelsrichtungen und macht da Sprüche dazu. Bei unseren Vorfahren aber war das Mitführen einer Waffe ins Heiligtum verboten. Da gibt es mehrere Überlieferungen. Wenn einer da mit der Waffe gekommen ist, wurde sie ihm abgenommen und dann muss er noch froh sein, dass er keine Buße zahlen musste. Also es wäre gar nicht möglich gewesen, einen Hammer, das sind ja meist so eine großen, überhaupt in ein Heiligtum zu nehmen. Damit vertreibt man nach unserer altheidnischen Vorstellung natürlich alle guten Geister, die natürlich auch irgendwo Angst haben. Dazu kommt mit diesen vier Himmelsrichtungen, das ist natürlich aus dem Wicca-Hexentum übernommen und die haben es wieder von den Freimaurern. Also das hat auch alles nichts mit Heidentum zu tun, mit einer korrekten Einhegung eines Kultplatzes, wie es bei unseren Vorfahren überliefert ist. Deswegen sagen wir Altheidentum, um uns da einfach zu unterscheiden. Früher haben wir uns auch nur heidnisch genannt und dann haben sich die Neoheiden dann beschwert, haben gesagt, wir sprechen für sie und so weiter. Das war ja gar nicht gemeint. Deswegen nennen wir uns Altheiden und dieses Wort hat zum Beispiel auch schon Bertolt Brecht verwendet im letzten Jahrhundert und das ist also auch schon eine eingeführte Sache, das alte Heidentum unserer Vorfahren. Wir sagen, es gibt bei uns auch keine Veränderung, wir machen es genau so, wie es unsere Vorfahren gemacht haben. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, ja, aber die haben doch auch Menschen geopfert und das, alles schlimme Sachen gemacht, klar. Die haben bestimmte Dinge gemacht, die heute nach den Gesetzen nicht möglich sind. Aber schon damals war das die Ausübung des Heidentums in den Rahmen der damaligen Gesetze. Also es lief alles im Rahmen der damaligen Gesetze. Die hat man nie überschritten. Und heute natürlich auch. Heute sind die Gesetze anders. Heute ist es verboten, irgendwie zu schlachten ohne, was weiß ich, einen besonderen Genehmigungsschein zu haben. Man darf, will auch keiner natürlich keinen Menschen hinrichten oder sowas. Das ist alles verboten. Also das Heidentum früher lief im Rahmen der Gesetze und natürlich heute auch. Das heißt, was die Gesetze uns nicht erlauben, können wir nicht mehr praktizieren, weil wir wollen ja auch gesetzestreu sein, was ja auch zum Heidentum gehört. Das akzeptieren wir ja. Also ist der Einstieg in dieses Altheidentum wirklich so kompliziert? Eigentlich nicht. Und das will ich euch jetzt erklären. Das Heidentum bedeutet, dass man Götter, Gottheiten verehrt, die man sich auch personifiziert vorstellt und die auch als selbstständige Wesenheiten wirken. Ihr seht gerade Wotan oder Odin im Skandinavischen und seine Gemahlin Freya oder Frigg im Skandinavischen, die hier auf dem Himmelsthron Lidskjalf sitzen. Und das sind die höchsten Gottheiten. Der Mittwoch war früher bei uns der Wotanstag, noch in Hessen ist das so, und im Englischen Wednesday. Das hat die Kirche dann weggemacht und hat daraus den Mittwoch gemacht, weil Wotan als höchsten Gott wollten die nicht. Aber wir wissen es und oft benutzen Altheiden auch als Abkürzung für einen Wochentag die Buchstaben W-O, Wotanstag. Und dann darf man es nicht mit M.O. Montag verwechseln. In der jüngeren Edda, im Gylfaginning, das ist ein Teil der jüngeren Edda, die um 1200 rum entstanden ist, da gibt es folgenden Satz. Und das ist mein Glaube, dass dieser Odin und seine Brüder Himmel und Erde beherrschen. Wir glauben, dass dies sein Name ist. Es ist der Name des Größten und Vornehmsten, den wir kennen.
und auch ihr könnt ihm wohl diesen Namen geben. Diese beiden Hauptgötter sollte man kennen und man sollte etwa wissen, wofür sie zuständig sind. Wotan ist zum Beispiel für die Seele, für den Geist, für das spirituelle Wissen, aber auch für den Tod, für die Belebung und so weiter zuständig. Er ist ja eben auch der Götterkönig. Hier seht ihr einige der weiteren Götter. Einer der wichtigsten ist natürlich Donar, der im skandinavischen Thor heißt. Thor müsste man es aussprechen. Es ist der Gott der Kraft, der Stärke, des Gewitters. Er vertreibt die Winterriesen, die Dämonen und hilft dadurch zum Beispiel auch bei Krankheiten. Und er ist ein Schützer von der Götterwelt und auch der Menschenwelt und ein Helfer der Menschen. Seine Gemahlin ist Siva, Sif heißt sie im Norden. Das ist die Göttin des Glücks, der Erde und des Wachstums, also sehr wichtige Gottheiten. Nach Donar ist übrigens auch der Donnerstag benannt, noch heute. Dann haben wir den Gott Tius, der im skandinavischen Tyr heißt, den seht ihr auch hinten dargestellt. Es ist der Gott des Kampfes, der Auseinandersetzung, des Krieges, aber auch der Schützer des Tings, der Volksversammlung. Also er ist auch ein wichtiger Gott, aber er ist eben nicht unbedingt ein Gott, der Frieden stiftet. Das kann man vielleicht nicht sagen. Aber es ist eben diese Aktivität, die er ausdrückt, so ähnlich wie der römische Mars. Dann haben wir den Gott Ingfro oder Inki Frey. Heißt auch Frico bei uns, das ist der Gott der Fruchtbarkeit, des Friedens, der Freude, auch ein bisschen des Reichtums. Er ist ja mit Gerdür, mit Gerda vermählt. Ja, und dann natürlich die Göttin Frova, die im skandinavischen Freja heißt, die Göttin der Liebe und Schönheit. Sie ist auch eine sehr, sehr wichtige Göttin. Sie symbolisiert auch zum Beispiel Musik, Tanz, Theaterspiel und so weiter. Also sehr, sehr viel. Sie ist auch eine Göttin des Mondes, aber auch der Venus und der Nacht. Also sehr viel. Ein Riesenbereich, wo Frova zuständig ist. Dann Baldur. Achso, nach Frova ist übrigens der Freitag auch benannt. Zumindest in der späteren Zeit. Ursprünglich war er wohl nach Freya benannt. Ja, dann haben wir Baldur, den Gott des Lichtes und der Erleuchtung, der Reinheit. Klar, der ist bei uns natürlich hier im Balsemer Land, wo die Stadt Belzig, Bel, Baldur ist das gleiche Wort, liegt. Oder auch Belitz. Und bei Wittenberg gibt es auch noch einen, Apolloberg. Also es ist ein Gott der Erleuchtung und Reinheit. Ja, seine Gemahlin Nanna Sindgund. Eine kühne Asin, die vielleicht ja so die Schwester der Sonne, sie hat so ein bisschen was von der Sonne. Da wissen wir nicht so viel, vielleicht ist sie eine Göttin der Treue, weil sie auch ihrem Gemahl dann folgt. Das wissen wir nicht genau. Wir wissen eben auch noch nicht alles so genau. Nicht? Vielleicht ist dem Baldur auch der Sonntag mitgeweiht, aber da ist mehr die Sonnengöttin gemeint. Die Sonnengöttin ist übrigens eine Göttin des Sieges. Sol, Sunna, Göttin des Sieges. Ja, dann haben wir noch den Gott Manus, den seht ihr hier auch mit dem Horn. Das ist, in Skandinavien heißt er Heimdall und ist ein Mondgott, Wächter der Götter, ein Gott des Wissens und der Ahnen. Die Ahnen sind auch sehr, sehr wichtig im Heidentum. Ja, das sind die Gottheiten und einige finden wir noch heute in den Wochentagsnamen. Der Montag ist ja nach Moni, Manus, benannt und das ist ja letztendlich der Gott Heimdall zum Beispiel. Deswegen ist es auch leicht, wenn man an jedem Wochentag, wenn man jetzt die Götter verehren will, die Gottheiten besonders verehrt, denen dieser Wochentag geweiht ist. Also, im Altheidentum betet man jeden Tag zu den Göttern. Wie gesagt, man kann sich nach dem Wochentag Wochentagsnamen richten, das heißt am Sonntag zum Beispiel die Sonnengöttin oder den Gott Baldur und seine Frau, am Montag den Heimdall, am Dienstag eben den Tius Tyr, am Wotanstag oder Mittwoch eben Wotan und am Donnerstag Donar und seine Gemahlin Siva und am Freitag dann Frova, also die Liebesgöttin
Und am Sonnabend, der bei uns ja auch Frau Hollerabend heißt, natürlich Frigg, die Hauptgöttin. Das kann man also machen. Und dafür gibt es sogar eine Saga, und zwar in der Harda-Saga Grimkelsona, ich glaube es war Kapitel 38. Da lauert Indridi seinem Gegner Thorstein auf, den er ja umbringen will, und das heißt dort: Bis Thorstein nach seiner Gewohnheit seinen Tempel aufsuchte. Thorstein kam und ging in den Tempel und fiel vor dem Steine nieder, dem er opferte, und der dort in dem Tempel stand und betete davor. Was ihr hier seht, ist jetzt ein richtiger kunstvoller Tempel. Ich weiß nicht, ob wir uns wirklich so einen Tempel vorstellen dürfen oder doch mehr so ein einfaches Godahus, also so ein einfaches, kleines, privates Götterhaus. Und mit diesem Stein, der da erwähnt wird, das ist natürlich ein steinernes Götterbild. Aber dieses Gebet, was er da macht, wahrscheinlich jeden Morgen, das ist ähnlich, wie es bei den Hindus ist, die ja auch jeden Morgen eine Morgenpuja halten. Tatsächlich sind auch bei uns Gebete überliefert, wenn man die Sonne sieht oder den Mond, die man spricht. Das ist noch aus dem Mittelalter, klar, und deswegen ist das nicht mehr so richtig heidnisch, aber ich will mal zwei Beispiele bringen. In einer dieser mittelalterlichen Texte steht: Wohl dir, frohe Sonne, du bist all der Welt Wunne. Und dann als Erklärung: So ihr die Sonnen froh sehet, schon des Tages ihr jehet, wenn ihr sie in lichtem Scheine seht. Also wenn ihr die Sonnenfrau seht, alle einen guten Tag mitteilt, und wenn ihr sie in ihrem lichten Sonnenschein seht. Und dann gibt es auch ein anderes: Sei mir willkommen, trauteste Schwester, flammende Sonne. Zu Gutem seist du angelangt, und im Besseren mögst du mich verlassen. Das hat man kniend gebetet und seinen Hut gezogen, und das hat man dreimal gesprochen. Ja, und von 1677 ist dann noch ein Gebet an den Mond überliefert, wenn man den ersten zunehmenden Mond sieht. Ihr wisst ja, der Mond ist ja eine Weile weg, dann spricht man von Schwarzmond, und Laien sagen auch Neumond, das ist aber Schwarzmond. Und wenn dann die erste Sichel zu sehen ist, die ist dann, jetzt muss ich jetzt für euch richtig rum machen, so wie ein seitenverkehrt stehendes C, wie, oder man sagt wie ein deutsches Z, ne? Und in deutscher Schrift ist ja das Z so, dann ist es zunehmender Mond. Und wenn man die erste Sichel des zunehmenden Mondes sieht, dann sagt man: Bis Gott, willkommen, neuer Mond, holder Herr, mach mir meines Geldes mehr. Das ist von 1677. Man kann nun natürlich, wir wollen nicht alle nur Geld haben, kann man statt Geldes auch Gutes machen oder Glückes. Macht mir meines Glückes mehr, sage ich dann am liebsten. Oder was man gerade braucht. Übrigens, wenn dann andersrum die Mondsichel zu sehen ist, das entspricht dem deutschen A in der Schreibschrift, dann ist es der abnehmende Mond. So, also man hat Sonne und Mond begrüßt, natürlich auch die anderen Götter, aber Sonne und Mond hat sich noch gut erhalten. Diese Begrüßung, die man jeden Morgen zu den Göttern macht, wenn man aufsteht, macht man ruhig frei. Man kann die ruhig frei formulieren, man muss nicht immer irgendeinen Text ablesen oder auswendig sagen, wo man gar nicht richtig mit den Gedanken dabei ist. Man muss mit seinen Gedanken dabei sein. Also ruhig auch mal was frei formulieren. Danken für den vergangenen Tag und bitten, dass der entsprechende neue Tag eben was Gutes wird. Außerdem besteht noch eine gewisse, Verpflichtung, klingt ein bisschen zu hart, aber es wird erwartet oder soll man machen, die 8 Jahresfeste feiern. Die 8 Jahresfeste, das sind 4 Sonnenpunkte, also Wintersonnenwende, Sommersonnenwende, Frühlingsgleiche und Herbstgleiche. Und dazwischen 4 Vollmondfeste. Diese Feste gibt es ja auch heute noch im Christlichen, also die werden dann bloß im Christlichen mit ein bisschen anderen Inhalten begangen. Das ursprünglich ist das Altheidnische. Deswegen, die sollte man feiern.
und man opfert dann den Göttern was. Man geht also in ein Heiligtum und legt dort Gaben nieder, ruft die Götter an, weiht ihnen diese Gaben. Ein Teil der Gaben isst man selbst, einen anderen Teil legt man später nieder für die Götter und bittet die Götter um Hilfe oder dankt ihnen. Also man soll nicht immer nur bitten, man soll auch mal danken. Das sind so die Jahresfeste. Und man nimmt die Gottheiten, die in diesem Jahr im Vordergrund stehen. Das ist letztendlich auch nicht so schwer mitzukriegen, dass eben zu Ostern Ostara, also Freya, wichtig ist und zum Mittsommer Baldur und Donar und so weiter. Also das Wotan sowieso. Also das lernt man schnell. Welche Gottheit in welchem Fest und so weiter, das lernt man schnell. Und ihr wisst ja, dass ich hier auch Videos zu den einzelnen Festen gemacht habe. Wenn man also noch gar nichts weiß, dann guckt man sich einfach vor einem Fest nochmal so ein Video an und dann hat man schon so eine Idee, was man da machen könnte. Die Heiligtümer sind Türen in die spirituelle Welt, sind Durchgänge. Dadurch können wir Kraft bekommen. Und deswegen ist es wichtig, dass man nicht auf irgendeinem Hinterhof feiert oder in seinem Gemüsegarten, sondern dass man wirklich sich mal auch diese originalen Heiligtümer sucht und dort die Feste feiert. Und am Anfang, wenn man einsteigt, wird man es vielleicht sogar nur ganz alleine machen. Aber man wird es trotzdem merken, was da diese Kraft, die wird man merken. Ich werde auch noch ein Video machen, wie man Heiligtümer selbst findet in seiner Region. Was ihr gerade seht, ist die Rekonstruktion eines archäologisch nachgewiesenen Heiligtums von Oberdorla. Wir sehen einen eingehegten heiligen Bezirk, darin zwei Altäre, immer mit solchen Flechtästen gemacht. Pflöcke, wo man nicht genau weiß, wurden da vielleicht Bänder, noch zusätzliche Umhegungen befestigt, ja, und Kultbilder. Dass jetzt bei Oberdorla überall diese Flechtzäune sind, das ist unsicher. Man hat eigentlich nur die Flöcke, die senkrechten Flöcke gefunden und es kann durchaus sein, dass diese Zäune gar nicht so waren. Aber die Altäre waren so geflochten. Ja? Also wenn man sich selbst in einem Heiligtum, was man gefunden hat, wenn man da keinen Opferstein findet und gar nichts, dann kann man da auch selbst so ein Altar errichten. Hier seht ihr nun einen überdachten Altar, auch aus Oberdorla. Einen überdachten Altar nennt man Haug oder Hörgür. Das wird übersetzt heiliger Steinhaufen. Angelsächsisch Hjarg, heiliger Hain, Tempel, Götterbild. Altenglisch Hagtreif im Beowulf, das deutet an, dass das so eine Art Zelt darüber ist. Und auch im Skandinavien, im Grimnismal, also in der Edda, finden wir Hörgür Timbrodur, zum Beispiel im Grimnismal 16. Das heißt auch ein hochgezimmerter Hörgür. Das heißt, es gab solche Altäre auch mit so einer Art Dach darüber. Ist natürlich sehr aufwendig, sich sowas zu machen, braucht man auch nicht. Es geht auch ohne, aber es ist natürlich schon angenehmer, denn man feiert ja bei jedem Wetter. Wir können ja nicht sagen, jetzt regnet es, lassen wir das Fest ausfallen. Ihr seht hier auf diesem Altar in der Mitte übrigens die Figur der sogenannten kleinen Göttin von Oberdorla. Das ist eine gefundene Holzfigur einer Göttin, die natürlich war, also die Göttin der Liebe ist, Freya, die steht hier auf dem Altar, die wird sonst mal weggenommen natürlich, sonst wird sie gestohlen, also das heißt, nur für solche Fotos wird sie dann rausgeholt. Also in Oberdorla, das ist jetzt nicht ein Heiligtum, wo Altheiden regelmäßig Kulte feiern, sondern das ist natürlich eine archäologische Stätte. Zum Altheidentum gehört auch der Glaube an Geister, an die Ahnen, die man verehrt. Und da gibt es zwei Feste im Jahr, wo man sie besonders verehrt. Das seht ihr dann, wenn ihr euch diese Videos zu den Jahresfesten mal anguckt. Und man nimmt, und das ist sehr, sehr wichtig, man nimmt die Welt anders wahr. Es gibt jetzt plötzlich keinen Zufall mehr, sondern alles hat einen Sinn. Wenn ein Rabe schreit, hat das genauso einen Sinn, wie wenn ich meinen Zug verpasse, dann hat das auch einen Sinn.
Welchen wissen wir natürlich oft nicht, aber das kann man dann ergründen, wenn man will. Vielleicht musste ich von irgendwas ferngehalten werden und so weiter. Und dann merkt man, dass auch Krankheiten einen Sinn haben. Warum breche ich mir den Arm? Ja, vielleicht habe ich zu viel mit dem Arm geschrieben oder so und jetzt muss ich mal lernen, wieder was anderes zu machen. Warum bekomme ich irgendeine Krankheit? Vielleicht habe ich falsch gelebt. Krankheiten werden bei, nach altheidnischem Glauben, zumindest die meisten, durch irgendwelche Dämonen auch uns gebracht. Und ja, im materiellen Sinne sind das die Krankheitskeime, aber in der spirituellen Welt sind das praktisch Pfeile von Dämonen, die einen krank machen. Und das liegt dann daran, dass ich so gelebt habe, dass diese Dämonen an mich herankamen und Macht bekamen. Das heißt, ich habe nicht richtig gelebt, ich hatte nicht diesen Kontakt zu den Göttern, der hätte mich nämlich geschützt. Und deswegen konnte die Krankheit mich angreifen. Also auch sowas passiert. Das, wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass man viele Krankheiten, natürlich nicht alle, auch dadurch heilen kann, dass man diese Dämonen vertreibt und sein Leben ändert. Ja, und dann haben wir im Heidentum auch sehr differenzierte Jenseitswelten, nicht nur Walhall, Helheim, da bei Thor, in Bilskirnje kann man wohnen und Gimle und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Jenseitsorte, gute und schlechte. Das heißt, es kommt also schon darauf an, wie man lebt. Schon in den ältesten Edda-Liedern wird zwischen Gut und Böse unterschieden. Und wenn wir dann weiter zurückgehen zu den Indogermanen, mit denen ja unsere Mythologie sehr nah verwandt ist, finden wir das zum Beispiel auch bei den Parsen des Zarathustra, dass also die Guten und die Schlechten nach dem Tode getrennt werden. Das ist also ein alter heidnischer, auch heidnischer Glaube. Das heißt, es kommt darauf an, zu den Guten zu gehören, ganz klar. Weil wir auch diesen Glauben an ein Weiterleben nach dem Tode haben, deswegen hatten die Germanen auch keine Angst vor dem Tod. Das fällt den römischen Schriftstellern immer wieder auf, dass die Germanen, auch übrigens die Kelten, so völlige Todesverachtung haben. Sie hatten überhaupt keine Angst. Man hat fest daran geglaubt, das machen wir ja auch, dass unseres Lebens Länge bestimmt ist. Und wenn ich zu Hause sitze und mein Ende bestimmt ist, dann sterbe ich, weil mir irgendwas auf den Kopf fällt oder ich krank werde. Und wenn ich auf der Schlacht bin, dann sterbe ich nicht, wenn es mir nicht bestimmt ist, egal wie es da auch aussieht. Also das sind dann so Gedanken, da merkt man dann, wenn man sich dieses heidnische Weltbild so richtig verinnerlicht, dann merkt man plötzlich, dass die Welt ganz anders ist, dass es eine ganz andere Welt ist. Und man sieht die Welt anders. Ich vergleiche es mal, obwohl es ein bisschen hinkt, mit einem Computer. Wenn ich das falsche Betriebssystem habe, dann kann der Computer leider auch nichts mehr machen. Wenn ich das richtige Betriebssystem habe, dann kann ich mit dem Computer arbeiten. Und so ist es eben auch mit uns, wenn wir das richtige Weltbild haben, das heidnische, dann kommen wir mit der Welt auch klar, wir bleiben auch halbwegs gesund und können unsere Aufgaben lösen. Und wenn wir ein falsches Weltbild haben, dann wirken wir nachher also sehr zerstörerisch auf andere. Wir Heiden missionieren nicht, deswegen dieses Video hier richtet sich natürlich in erster Linie an meine Abonnenten, obwohl dieses YouTube hat geschrieben, dass so 20% sind Abonnenten und 80% sind Leute, die irgendwas gesucht haben im Netz und deswegen zu meinen Videos gekommen sind. Also insofern ist es immer ein bisschen komisch, dass ich eigentlich zu Menschen spreche, die vielleicht von dem Heidentum noch fast gar nichts gehört haben. Aber so ist es. Also wir missionieren nicht und es ist uns auch egal, wie viele Anhänger wir haben. Ich kann nicht ein besserer Heide sein, wenn ich mit 1000 Leuten im Heiligtum stehe und alles niedertrampel, statt mit 5 oder 2 oder alleine. Also das brauchen wir nicht. Die biblischen Religionen, die haben ja diesen Gedanken, dass man auf einer Welt lebt, die ist unrein, die muss bekehrt werden, kehren, das ist der Besen, nicht? Damit muss ausgekehrt werden, alles Unreine muss weg und dann haben wir das Paradies auf Erden. Diesen Anspruch haben wir nicht. Wir lassen jeden so leben, wie er will und nur an sich selbst arbeiten. So, das war jetzt mal so ein bisschen kurz zusammengefasst, was man machen kann, wenn man ins Altheidentum einsteigen will. Natürlich kann man dann auch Gleichgesinnte suchen um sich rum und mit denen was machen. Aber das war das Wichtigste.
Das habe ich euch jetzt mal gesagt. Alle Details findet ihr in den anderen Videos. Und ich möchte mich bedanken fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.